Also wir machen eine Verzichtspolitik mit. Die Arbeitsplätze werden trotzdem abgebaut. Und es wird uns sozusagen versprochen, der Rest, der überbleibt, an völlig modernen Arbeitsplätzen, der aber ist sicher. Und dann kommt der nächste Schub, dann wird gesagt, jetzt müssen wir runter von 12.000 auf 10.000. Aber die sind aber sicher. Ne? Also die, wir merken, wenn, indem wir dieser Logik folgen und das dann auch noch als die einzige Alternative sozusagen, die heutzutage möglich wäre, wie so ein Naturereignis auch noch mittragen, dann helfen wir mit, die Arbeitsplätze abzubauen.